Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mich auch für Seven vs. Wild Staffel 2 und Staffel 3 beworben. Ich wurde leider nicht genommen, aber ich habe trotzdem richtig Bock auf die dritte Staffel. Die erste Behind-the-Scenes-Folge ist raus und wir werden uns jetzt zusammen anschauen. Ich werde darauf reagieren und so meine Kommentare und ein bisschen was dazu das zum Besten geben, so heißt es. Ich bin richtig gespannt, weil ich finde die Idee vom Koop-Modus richtig geil. Ich habe es auch selber ausprobiert, das heißt, falls ihr euch den Selbsttest anschauen wollt, findet ihr natürlich auf meinem Channel. Aber ich will nicht mehr darüber sagen, erste Behind-the-Scenes-Folge, die Seven vs. Wild Staffel, die es niemals hätte geben sollen. Ich bin mal gespannt. Wir sind Max und Johannes, der eine oder andere kennt uns vielleicht von Staffel 2. Wir sind hier verantwortlich für alle redaktionellen, inhaltlichen Entscheidungen, die die Serie betreffen. Bedeutet alles, was am Ende die finale Serie betrifft, also die ganzen Bildwelten, die erschaffen werden, haben wir im Vorfeld mit Fritz und hier vor Ort entschieden. Es geht um alles. Ich weiß, dass wir es alle schaffen können. Der Mensch ist zu allem fähig. Jeder von euch kann über sich hinauswachsen. Ja! Ja! Seven vs. Wild ist unser Baby. Ja! Da schmeißen wir die Leute rein, dann wird gefilmt und das, was passiert, passiert. Wild. Das Warten hat ein Ende. Seven vs. Wild geht zusammen mit euch in die nächste Runde. Um euch bestmöglich auf die Reise mitzunehmen, zeigen wir hier. Also diese Produktion ist schon ultra krass. Die Qualität der Produktion ist richtig krass. Also wenn man sich irgendwelche Serien auf Amazon, Netflix oder irgendwas anschaut, es ist auf dem gleichen Niveau einfach. Und das ist für YouTube gut, jetzt auch für Freebie. Die haben uns natürlich gesponsert, aber auch davor schon. Staffel 2 und auch Staffel 1 war ja nicht schlecht. Also die Produktionsqualität ist top. Zusätzlich zur Main-Serie ein 12-teiliges Behind-the-Scenes. 12 Teile, okay. Wir begleiten euch vom Anfang bis zum Ende. Die ersten Ideen, die Vorbereitung, Hintergrundinformationen und Schwierigkeiten. Alles bis zum letzten Schnitt. Um keine Folge zu verpassen, abonniert jetzt diesen Kanal und aktiviert die Benachrichtigung. Gehen wir nochmal auf Anfang. Unsere gemeinsame Reise beginnt am 6. November 2021. Und seitdem haben wir gemeinsam viel erlebt. Geil, es geht los, Freunde! Seven vs. Wild! Also das heißt, jetzt wird es einfach nur mal Recap sein, was da alles passiert ist. Also, was in Staffel 1 und 2 alles passiert ist. Nochmal schauen. Hier, das kurz an. Wie kann man so dumm sein? Ja, das habe ich mich auch gefragt damals. Oh, eine Höhle brennt. Bleib hier. Mir ist kalt, ich hab Hunger. Ich hätte ja eine Gesellschaft. Proteine und Eiweiß! Oh, saftig, knaftig, köstlich. Schmöchtlich. Noch so ein Oschi. Ich baue kein Floß, ich baue eine verdammte Arche. Ich bin der allerechte Floki, der Schiffsbauer. Morgens, mittags, abends. Bäh. Ingo ist schizophrener Holzarbeiter. Übrigens, ich war gerade kacken. Und dich heraus! Egal! Ich glaube, die Frage ist nicht, ob es dich bricht, sondern immer nur wann. Nee, hab ich gesagt! Bonjour! Très bien! Ey, das ist,
Man musste sich mal vorstellen, also die sind ja da für eine gewisse Zeit, die sie wissen, die können die Tage zählen und dann wissen die, wann sie abgeholt werden. Aber stellt euch mal vor, du bist wirklich ein Schiffsbrüchiger und weißt nicht, ob du irgendwann abgeholt wirst. Also, das ist ein komplett anderes Niveau, weil die wissen ja, gut, ist jetzt kacke, ich habe keinen Kontakt, aber es sind noch 3 Tage, es sind noch 4 Tage, es sind noch 5 Tage. Aber wenn du dir überlegst, gut, ich habe jetzt keinen Kontakt, das ist alles scheiße, es kann vielleicht noch 5 Jahre sein. Das ist halt nochmal was ganz anderes, richtig krass. Und ich habe so gottverdammt Bock auf Erdnussflips. Erdnussflips. Nach 5 Tagen ohne Fressen ist das Segen da einfach unglaublich anstrengend. Ihr wollt, dass ich hier einen scheiß Floß baue? Hä? Jetzt! Yes! Das geht auf jeden Fall nicht mehr in der Staffel 3 jetzt. 14 Tage ohne Essen geht halt nicht. Da musst du irgendwas, musst du fangen. Ich bin nicht für die Isolation gemacht, ey. Ohne Scheiß. Ja, ohne Witz. Ich höre gefühlt ständig überall Stimmen. Oder ich bilde es mir zumindest ein. Wir sind die Letzten, die erwartet haben, dass Seven vs. Wild so groß wird. Aber dank euch haben wir eine 2. Staffel produziert. Boah. Eine, bei der wir noch 98 Millionen Aufrufe, fast 100 Millionen Aufrufe. Boah. Krass. Viel weitergegangen sind. Ich zünde meine Kipper an. Ja, das ist die dümmste Aktion ever. Ja! Überall hier Krokodile. Ein Krokodile. Doppelbogen. Doppelbogen. Yeah! Mr. Crab! Hey, Knossi. Where you go? Willenskraft! Coconut Banana! Coconut Shark! Zu wenig, wir brauchen mehr! Gemütlich! Kann jeder! Ich bin immer noch so ein bisschen enttäuscht von der Staffel, von den 2 Damen, die dabei waren, Sabrina und Nova. Ich bin der Meinung, dass sie das easy hätten durchhalten können. Ich meine, Sabrina hat, weiß ich immer noch nicht, warum sie abgebrochen hat, und Nova, die hat gefühlt nichts gemacht oder hat wirklich nichts gemacht. Da hoffe ich wirklich, dass diese Staffel mehr passiert bei den Mädelsteams. Oder bei dem Mädelsteam. Das haut einfach rein. Probiert's aus. Coconut Shock. Und dann haben wir das Internet gesprengt. Junge, die sind alle tot. Nordkorea. Was, Alter? King of the Jungle. Egal ob auf YouTube, Twitch, Instagram oder sogar im Fernsehen, keiner kommt an uns vorbei. Seven vs. Wild. Seven vs. Wild, würde ich sagen. Ich entwickle ein Seven vs. Wild Games. Nein. Weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Makes me want to get back in shape. Good. Googly moogly. Das hier ist meine Bewerbung für Seven vs. Wild. In euren Reactions und denen eurer liebsten YouTuber und Streamer dürfen wir erleben, wie sehr ihr mitfiebert, mitlacht, mitweint und das Format feiert. Holy shit, was? Das muss doch gar nicht so geil sein. Die sind ja völlig drüber, was? Können wir das 5 Millionen Aufrufe hat?
Zusammen haben wir unglaubliche Rekorde aufgestellt und einen unaufhaltsamen Hype geschaffen. Ich will eigentlich nicht mehr. Ich bin alt. Auch ihr seid bis an eure Grenzen gegangen und so manch ein... Eine Viertelmillion Aufrufe insgesamt. Einer hat es auf eigene Faust nach Panama verschlagen. Kokona! Kokona! Und auch außerhalb unserer Plattform. Wir haben Grenzen gesprengt und gezeigt, dass auch YouTube-Formate längst all das können, was Fernsehen kann. Wenn man das richtige Team und die richtige Community hat. Und jetzt aber mal rein da. Was ist jetzt wirklich mit diesem Bärenproblem? Über Sascha. Gemeinsam sammelten wir für die Main-Serie weit über 200 Millionen Klicks. Boah, für also nur für die Staffeln ohne Behind the Scenes. Boah. Dazu im wahrsten Sinne des Wortes unzählbar viele Reactions, Shorts, TikToks, Reels, Stories und Videos. Und dann das. Genießt diese zweite Staffel. Denn eine dritte wird es nicht geben. Lüge! Aber fangen wir erstmal von vorne an. Für all diejenigen, nochmal die noch nie etwas von Seven vs. Wild gehört haben. Was? Wir hatten eine gute Idee, sage ich jetzt einfach mal. Das war eine gute Idee, aber wir hatten gar keine Ahnung, wie wir das jetzt umsetzen. Aber allein, dass wir uns so da reingestürzt haben, ohne wirklich drüber nachzudenken, ist, glaube ich, geil. Weil so werden auch gute Ideen umgesetzt. Ne? Wenn, eine gute Idee bringt nichts, wenn sie nicht umgesetzt wird. Beste Idee bringt dir nichts, wenn du dich nicht daran setzt. Staffel 1, Folge 1. Vor 2 Jahren feiert Seven vs. Wild sein YouTube-Debüt. Damals hat niemand gedacht, dass alles derartige Ausmaße annehmen wird. Denn was heute ein großes Team ist, monatelange Planung und Vorbereitung, war damals nur eine verrückte Idee. In den ersten 16 Folgen sind wir unseren 7 Kandidaten in die Wildnis von Schweden gefolgt und konnten zusehen, wie sie vollkommen auf sich allein gestellt in der Natur überleben. In Staffel 1 starteten wir mit einer bunten Mischung aus Survival-Spezialisten, Influencern und dem Gesicht des Formats, Fritz Meinecke. Das ist Fritz. Fritz ist YouTuber und absoluter Outdoor-Enthusiast. Ey, Typ Fritz, krass, absolut krass, was du da auf die Beine gestellt hast. Also nicht nur Seven vs. Wild, sondern den Level, auf dem aktuell die Videos sind, absolut krass, absolut krass. Erst. Es fühlt sich gut an. Zusammen mit seinen Freunden Max und Johannes hat er die Idee für Seven vs. Wild. Seitdem ist Fritz in jeder Staffel als Teilnehmer dabei. Der wiegt locker eine Tonne, Alter. Mindestens. Habt ihr Spaß bei dem Video? Dann gebt auch mal einen Daumen nach oben. Danke. Als wir in Staffel 1 angefangen sind, standen wir im Prinzip vor einem weißen Blatt Papier, hatten so eine grobe Idee, wo wir hinwollen und haben dann einfach angefangen, Freunde einzuladen, sowohl vor als auch hinter der Kamera und haben dann mit ganz kleinem Besteck und ganz kleinem Budget angefangen zu produzieren. Dann ist das Ganze irgendwie ja, durch die Decke gegangen. Das Team und der Produktionsaufwand spielen sich bei Staffel 1 noch in einer ganz anderen Dimension ab. Doch es hat auch gezeigt, dass es keine große Crew braucht, um etwas Großes zu erschaffen. Jetzt müssen einfach nur Leute dahinter sein, die Bock haben. Wenn du Bock hast, auf was zu machen, wenn du das mit Spaß machst, dann also die müssen halt Zeit investieren. Ist egal, was du für eine Crew dahinter hast, das meistens entstehen halt nur mehr Probleme. Aber wenn du da Bock dahinter hast und eine Crew, die voll dahinter steht, dann kannst du auch mit wenig Leuten krasse Sachen bewerkstelligen. Überleg mal, da läuft jetzt einfach was auf Amazon, Staffel 1 jetzt auf Amazon, was wir mit so einer 300€ RX100 gedreht haben, mit so einer kleinen Digitalkamera. So, das ist irgendwie absurd, aber auch geil. Die Regeln in Staffel 1 sind einfach, die Herausforderung umso schwieriger. 7 ganz unterschiedliche Kandidaten durften 7 Gegenstände mit in die Wildnis von Schweden nehmen. Ohne Kamerateams müssen sie sich selbst dabei mit Actioncams filmen, wie sie komplett auf sich allein gestellt vor Ort überleben. Nahrungsbeschaffung, Shelterbau, Feuer machen und Einsamkeit. Als würde das nicht reichen, müssen sie dabei noch 7 Challenges, die ihre Outdoor- und Survival-Fähigkeiten auf die Probe stellen, bestehen, um am Ende einen Sieger zu küren. Und darf sein Verein das jetzt noch mal kurz vorstellen? Mission Erde. Es war halt saugeil, dass die Baseline direkt gesetzt wurde, ne? Dass es halt wirklich
nicht einfach ist, beziehungsweise nicht selbstverständlich, dass man diese 7 Tage durchkommt. Und auch wenn am Anfang, das sind ja glaube ich zwei, also Niklas und Dave sind am Anfang rausgeflogen und dann erstmal eine Weile niemand mehr, hat man halt trotzdem dieses Gefühl die ganze Zeit mitgenommen, ey, am Tag 1 sind schon 2 raus, jeden Moment kann es passieren, jeden Moment kann irgendwie der Bär um die Ecke stiefeln und das war halt irgendwie geil und ich glaube, das... Das Gefühl hatte ich halt bei der zweiten Staffel nicht mehr. So, weil Schweden war halt nochmal was anderes. Da war die Kälte, das hat geregnet. Wenn du irgendwas ein bisschen noch falsch gemacht hast, kann es halt gleich komplett Chaos sein. In Panama hattest du, du hattest Kokosnüsse, du hattest quasi keine extrem schlimmen Tiere. Es war warm. Und das ist halt so ein Unterschied. Und die Leute wussten halt, was sie erwartet. So, erste Staffel gab es da nichts und zweite Staffel konnten sie wenigstens die erste Staffel anschauen und ein bisschen darauf vorbereiten. Das ist auch das, warum diese Show das Gefühl auch nicht mehr so durch die Decke gegangen ist. Nach Staffel 1 hat das Format einen gewaltigen Schritt gemacht. Wir haben euer Feedback sehr ernst genommen, über alles nachgedacht und entschieden, was die nächsten Schritte sein müssen, um eine zweite Staffel zu realisieren. Also wir haben uns relativ zeitnah, ich glaube, das war sogar dann im Januar, ne, mit Fritz zusammengesetzt und haben darüber nachgedacht, was machen wir als nächstes Format. Wir hatten sogar noch irgendwie 4 weitere Formate, so im Seven vs. Wild-Style in die Richtung, aber haben uns dann irgendwie wieder auf die Staffel 2 konzentriert, weil das irgendwie das war, was uns am meisten gecatcht hat. Im Januar 2022 ging es dann schon los mit den Vorbereitungen oder halt die Und ganz ehrlich, warum nicht was nochmal machen, was funktioniert hat? Wenn du da noch mehr Input reinsteckst und es mit geilen Leuten machst, was sie gemacht haben, sie haben halt mit Knossi und Sascha 2 ultra geile Typen reingepackt, dann kann das gar nicht. Weil der Hype, der auch jetzt für Staffel 3 da ist, das kann gar nicht nach hinten losgehen. Das ist komplett garbage. Aber es sind ja auch wieder Leute dabei, auf die hast du einfach Bock, die anzuschauen. Ersten Brainstormings. Fast auf den Tag, um genauer zu sein, 364 Tage nach Veröffentlichung der ersten Folge, feiern wir ein Jahr später gemeinsam die Premiere von der zweiten Staffel. Und so entstand die Hymne. Kennt ja jeder dieses Seven Wars is Wild. Dave hat uns parallel zur Main-Serie begleitet und euch Informationen rund um den Seven vs. Wild-Kosmos geliefert. Die Macher sowie die Crew vorgestellt und uns mit in die Köpfe und Emotionen der Kandidaten genommen. Die Reise, das erste Treffen, Briefings, die letzten 24 Stunden vor der Aussetzung, aber auch die Vorbereitung und der Schnitt. Das Format ist bis heute ein Must-See für jeden Seven vs. Wild-Fan. In der zweiten Staffel sind wir gemeinsam mit einer noch bunteren Mischung aus Kandidaten nach Panama gereist. Egal ob Streamer, YouTuber oder Wildcarder, für jeden ist etwas dabei. Und wir konnten zusehen, wie der eine mehr, der andere weniger mit den Widrigkeiten des Dschungels zu kämpfen hatte. Auch die Regeln haben wir etwas verändert, um die Erfahrung für unsere Teilnehmer, aber auch für unsere Zuschauer noch intensiver zu gestalten. Die Anzahl der Gegenstände wurde den Skills der Teilnehmer angepasst und manche haben sich sogar zusätzliche Challenges ausgedacht. Zudem wurde die medizinische Versorgung Teil der gesamten Challenge, sodass die Benutzung des Medikits zu Punktabzug geführt hat. Gewonnen hat am Ende Otto Bulletproof. Doch wie auch in Staffel 1 steht über allem, dabei sein ist alles. Wir sind da und alle Leute, die gesagt haben, aber vergiss es. Wir sind angetreten und anzutreten bedeutet schon echt viel. Wir haben telefoniert, nächtelang. Wir haben Eier gezeigt. Sascha auch. Aber ich weiß nicht, ob ich es morgen oder nicht. Wir sterben Krokodile. Und wir sind da. Wir haben es gemacht. Ob es eine gute Entscheidung war, wissen wir jetzt noch selbst nicht und noch nicht, aber das wird sich zeigen. Fuck. Genießt diese zweite Staffel. Denn eine dritte wird es nicht geben. Ursprünglicherweise sollte ja gar keine Staffel 3 stattfinden. Das hat Fritz auch öffentlich verkündet, das war auch alles so abgesprochen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, es ist einfach zu risikoreich für uns. Es ist sowohl finanziell ein Risiko als auch, ich sag mal, auf moralische Art und Weise, wenn man da Leben verantwortet, die rausgehen. Sodass wir, nachdem Staffel 2 abgedreht war und gut gegangen ist, gesagt haben, okay, wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Das wollen wir so nicht nochmal probieren. Und dann kam glücklicherweise unser Projektpartner Freevee und hat gesagt, pass auf Leute, ich mache euch das hier alles möglich. Ich gebe euch die richtigen Leute an die Hand. Da haben wir dann gesagt, ja okay, wenn es jemanden gibt, der sagt, ey, ich trage dieses Risiko für euch,
ihr müsst da gar nicht mehr alleine durch, sondern ich stehe an eurer Seite. Da haben wir gesagt, ja klar, dann sofort rein. Und ja. Danke. Ja, dann haben wir gesagt, wir wollen weiter inhaltlich mitentscheiden. Und genauso ist es dann passiert. Wir haben ein super Produktionsteam, wir haben einen großen Streamingdienst im Hintergrund und wir können es trotzdem auf YouTube spielen. Und das war dann Best Case und das war wirklich das, was Staffel 3 möglich gemacht hat. Ich glaube, viele Zuschauer denken sich so, ja okay, die sind jetzt da draußen irgendwo im Wald ausgesetzt, dann haben die da ihren Kamerakoffer. Naja, einer bringt die da hin und dann hast du so einen, der die wieder abholt und das ist es. Aber was eigentlich im Hintergrund abgeht, verstehen die Leute erst, wenn sich halt die Behind-the-Scenes-Folgen angucken. Und das ist ganz spannend, wie viel Manpower da im Hintergrund quasi ist. Orga, Leute, die von A nach B gebracht werden müssen, die im Hintergrund schon schneiden, Datensicherung, Sachen, die gefilmt werden müssen, Rescue-Teams, Vorabrecherche, Genehmigungen, rechtliche Sachen, wirtschaftliche Sachen, Marketing, also es ist ja... Na, aber jetzt mal, währenddessen ist ja quasi, also kannst du nicht schneiden, außer vielleicht ein bisschen behind the scenes, aber du kriegst ja die Aufnahme nicht von denen schon während sie das drehen, weil sonst hättest du ja Kontakt. Also das macht der, also entweder sie haben es so gemacht, dass du nach alle 4 Tage, alle 5 Tage an einem Ort deine Sachen ablegst und die werden dann abgeholt, was ich nicht glaube, weil das wird halt das Risiko quasi bieten, dass du Kontakt hast, aber dann, also währenddessen ist, glaube ich, da nicht so viel Aufwand. Danach natürlich musst du alles schneiden. Davor musst du alles organisieren, was er gerade schon gesagt hat. Genehmigung, es ist nicht legal, einfach da irgendwo rauszugehen. Du musst die Visum, also Visum, Mehrzahl Visa, die Visa hinbekommen. Du musst das alles organisieren. Du brauchst das Equipment. Und also das ist, ja, das ist schon viel Aufwand davor und danach. Währenddessen weiß ich nicht, ob das wirklich so viel Aufwand wirklich ist. Mittlerweile ein extrem großes Team im Hintergrund, was, muss man auch dazu sagen, immer wieder natürlich auch zu größeren Problemen führt, wo man dann größere Lösungen für braucht. Ich kann auch ehrlich sagen, und das ist auch völlig normal, dass auch diesmal nicht alles so vielleicht lief, wie man sich das hätte gewünscht. Wir drehen halt auch am anderen Ende der Welt. Das vergessen die Leute immer wieder. Es gab, muss man auch dazu sagen, so ein bisschen unter den Teilnehmern auch Momente, wo viele, das kann ich auch verstehen, war ich auch mit dabei, sehr enttäuscht vielleicht auch mal waren, weil Sachen nicht so geklappt haben. Man denkt so, das kann doch nicht sein. Die vergessen halt auch, dass wir irgendwo im Nirgendwo sind und das halt nicht einfach mal, wir fahren mal ins nächste Bundesland oder in die nächste Hauptstadt und wir klären das mal. Es ist halt wie bei einem Abenteuer, es ist wie in einer Survival-Situation, wo du auf Probleme stößt und die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt bist, Lösungen zu finden. Wir alle wollten eine dritte Staffel. Ihr wart unfassbar laut, sodass wir dank eurer Hilfe einen Partner finden konnten, der diese Staffel für uns alle möglich gemacht hat. Wir gehen auf die Reise, auf dem Wasser und in der Luft zum Location Scouting, die Auswahl der Teilnehmer, der Bau unseres Basiscamps und die Einreise unserer Kandidaten. Krass. Wir begleiten die Suche nach wilden Tieren, alle Briefings, 24 Stunden vor der Aussetzung und diese dann noch uncut. Wir nehmen euch mit, so tief wie noch nie, hinter die Kulissen der technischen Produktion und die kulturelle Begegnung mit den First Nations. Was schiefgegangen ist und all das, was diese Staffel zur größten Seven vs. Wild Produktion aller Zeiten macht. Das ist ja doch ultra gut.
fucking hart. Okay. Also es wird von Tag 1 auf wird es hart. Ihr werdet sehr viele Tiere sehen. Dass ihr den Camcorder habt, wird echt geil. Also dass ihr das alles richtig schön ranzoomen könnt. Deine Prediction, wie viele Teams kommen durch? Dabei? Boah. Einmal Bauchgefühl. 5. Jetzt 5 vorab für euch. Unmittelbar vor der Aussetzung der Kandidaten. In voller Länge. Knossis Brandrede. Ist wirklich so. Knossi, ihr müsst richtig durch. Über mich drüber kommen. Geil, geil. Knossi, noch mal eine Rede. Joey, und jetzt spucken wir alle auf Joey. Joey! Joey! Ja. Wo ist er denn? Komm ran. Ja, der kommt, oder? Leute, Knossi hält den Rand so auf. Fritz. So, das. Motivier uns! Liebe Freunde, wir sind hier zusammengekommen, viel Vorbereitung gehabt, viel psychisch, viel schon gedacht, wie wird das werden. Jetzt, heute, ist dieser Moment gekommen, an dem wir ausgesetzt werden. 14 Tage mit einem Menschen, den ihr gern habt, mit dem ihr befreundet seid oder mit dem ihr ein Team bildet. Wir werden Probleme haben, für die es Lösungen zu finden gilt. Aber eins ist klar, wirklich, 14 Tage im Dreck. Auch ohne Essen, das kann man schaffen. Glaubt an euch. Ja, denkt dran, was die Leute da draußen geschrieben haben. Die nicht an euch geglaubt haben. Wichtig. Die gesagt haben, du gehst raus an Tag 2. Das packst du niemals. Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir hier machen. Freunde, Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment. Die nächsten 14 Tage. Kein Handy, kein Stress, keine Termine. Genießt die Zeit, genießt die Momente. Hab keine Angst. Die Angst ist was Gutes. Ja! Oh, geil, ey, Knossi! Das sagen wir so, das ist der Motivationsprofi. Ohne Scheiß! Oh, fuck! Was hat er gemacht? Ich hab Bock, ey! Boah! Geiler Shit! Boah! Ich hab mal richtig Bock drauf! Boah, ey, lass mich bitte in den Kommentaren wissen, ob ihr genauso viel Bock drauf habt. Ich hab genauso viel Bock drauf, ist doch logisch. Boah, ich freue mich schon so auf die erste Folge. Also die Behind the Scenes sind natürlich geil, aber die richtigen Folgen, boah, ich freue mich schon so drauf. Ah. Ja, dann lass uns gemeinsam auch die Folgen alle schauen. Danke fürs Zuschauen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.